eure Videos. Moin Leute, willkommen zu Folge 2, 3, 4 und hier schon wieder so eine Sache. Vor Kurven überholen, kann doch nur schief gehen. Ist es jetzt definitiv so? Weiß ich nicht. Schwein gehabt, dass da gerade wie in der Formel 1 so ein Auslaufstreifen ist, ne? Schaut mal rechts, der BMW da, der möchte da von dem Grundstück runter und der hat mit diesem Video rein gar nichts zu tun. Ich schätze, wir sind in den Niederlanden, weil hier haben die Autos alle gelbe Kennzeichen und zu meiner LKW-Zeit, da war noch 50 in diesen Ortschaften. Ich schätze, das ist heute immer noch so. Und Arnold, auf deinem Navi-GPS da unten, ne, da stehen 76 einmal drauf. Ja, es ist ziemlich träge und hängt hinterher, aber Junge, Junge, Junge. Aber da wollen wir gar nicht drüber reden, ne? Wollen wir gar nicht. Wir wollen hier drüber reden. Aber da fällt mir nichts zu ein. Aber noch eine andere Sache, die ich nicht kapiere. Wenn Arnold rot hat, haben die auf der anderen Seite nicht auch rot? Das ist doch eine Fußgängerampel oder was? Ich verstehe es nicht. Und Arnold kriegt erst nach 15 Sekunden grün. Das muss doch auf der anderen Seite auch grün gewesen sein. Nee, rot. Oh Leute, hier rückt mich ganz durcheinander. Jetzt bin ich auch durch mit diesem Clip. Hier passiert so viel. Oh mein Gott, das ist so viel. Die Stimmen müssen weg, aber zum Glück ist eine ganz kurze Szene drin, damit ihr seht, warum er an die Seite fährt. Und jetzt? So geht das. Einfach mal als Geisterfahrer da im Gegenverkehr, weil da ist ja frei, ne? Da kannst du ja fahren. Vor allem wieder mit dem Firmenwagen, ne? Das Dümmste, was es gibt. Ein Anruf beim Chef und die Kacke ist am Dampfen. Wenn dich der alte eh schon auf dem Kieker hat, bist du vielleicht den ganzen Job los. Die Telefonnummer steht meist sogar auf den Fahrzeugen drauf. Also das verstehe ich nicht. Wird mir im Leben nicht einfallen. Jawoll, die Todeskreuzung mal wieder. Clip von Krischern. Also, was hier gleich ist, wie kann das so eskalieren? Hier zieht er ja wieder zurück, wahrscheinlich, weil er im Spiegel gesehen hat, oh, da kommt einer schnell an. Aber dann dieses Rausziehen hier und dass das Auto so ausbricht. Hui. Ja, ist schön da. Nö, es ist schön, es ist schön. Ist schön. Oh. Oh. Ah, kurz schütteln und weiter geht's. Noch ein Clip von Christian, hier von der Todeskreuzung bekannt. Da vorne das Auto hat anscheinend automatisches Fernlicht und immer, wenn Christian sein Fernlicht selber anmacht, voll die geile Lampentechnik hat er da ja dran, ja, dann erkennt das Auto hier den Christian und blendet wieder ab. Ja, und danach blendet er wieder auf und ab und auf und... Scheiße, ja. Mach das doch ein. Aber wisst ihr was? Nicht das Auto ist schuld, weil es diesen Fahrradfahrer nicht erkennt. Nein, der Fahrer ist ein Vollidiot, weil der es nicht schafft, sein automatisches Fernlicht mal auszustellen, weil er muss ja auch sehen, dass da ein Fahrradfahrer kommt. Scheiß Typ da, ehrlich. Genau, was immer du sagen wolltest. Oh, das hier ist auch immer so fies. Da fährst du da deine Auffahrt hoch und denkst, da ist eine Auffahrt. Und wegen Baustelle ist auf einmal ein Stoppschild. Alter, das ist auch sowas von mies. Aber eins ist klar. Ja, sicher, du fährst Auto. Du fährst das Auto. Du musst auf die Schilder gucken. Klar. Ja, aber man ist halt doch öfter mal im Tran.
viele Stimmen in dem Auto und die Erlaubnis von allen hat er nicht, also müssen wir es mal stumm schalten. Ja, da haben wir es wieder, ne? Schulterblick hoch 10. Hat so eine Karre nicht eigentlich auch mittlerweile diesen Seitenabstandsradar-Gedöns, Seitenfahrauto, toter Winkelassistent? Jetzt habe ich es ganz am Ende, fällt es mir plötzlich ein. Manchmal hat man aber auch echt einen Gierenfurz. Was soll ich da scheiß ernst, Mann? Leute, voll das spektakuläre Video. Ich finde das total interessant. Erik sagt, da hat zwar nichts mit Verkehr zu tun, aber guck doch mal nach, ob es dir gefällt. Gefällt mir, finde ich total geil. Leute, Blitzeinschlag plus anschließendem Stromausfall. Geil. Ich habe meinen Controller mitgenommen. Ey, was? Hast du gesehen? Ja. Lol. Lol. So, das gucken wir uns mal von hinten an und zwar ganz links in der Ecke. Ja, das war's schon. Alter, so ein Blitz hat eine Kraft, ne? Total geil. Und da knallt auch irgendwas direkt, nachdem es blitzt. Ey, was? Hast du gesehen? Ja. Lol. Ich werde nie verstehen, wie gedankenlos dumm manche Menschen sein können. Ich kann das nicht verstehen. Und wer solche Manöver einmal abzieht, der darf auch eigentlich nie wieder weiterfahren. Achtung laut, schreibt Fighter noch dazu. Ich mach's euch aber leiser. Meine Fresse! Ja, ja, von so einer Scheiße hat man länger was. Boah, Alter, mein Herz. Nico bedankt sich bei mir, dass ich die Videos verwurste. Nico bedankt sich bei euch für die Videos Einschickerei. Und ja, was soll ich sagen? Er fährt die Strecke jeden Tag, sagt er. Und man fährt es halt im Traden. Das Auto fährt die Strecke von alleine, ne? Er fährt aber auch mittlerweile verdammt schnell. Was sind das, 130 oder was? Alter, sind auf dem Tacho schon 135? Das ist zu schnell. Das ist einfach zu schnell. Es reicht im Winter. Ton können wir wegmachen, es kommt eh keine Reaktion von ihm. So, 6.300 Euro Schaden waren das. Jetzt hat er noch mehr gelernt, hat er gesagt. So, er hat also gelernt durch mich, durch euch und durch seinen eigenen Unfall hier. Jetzt müsste Nico eigentlich der Superfahrer geworden sein. Haben, machen, tun. Anon denkt sich hier, ah geil, feuchtes Wetter, da kannst du viel besser driften als auf trockenen. Sind die Reifen auch nicht gleich blank? So, also mal ruhig ausprobieren. War eine blöde Idee, oder? Naja, er steigt aus, guckt sich den ganzen Krempel da an und, naja, nichts passiert. Schwein gehabt nochmal, wa? Driften üben wir woanders, ne? Da, wo niemand ist oder so. Keine Laternen im Weg stehen. Na? Oh, viel los hier, viel los hier. Bisschen Rückstau, ich schätze mal, weil hier gerade ein Zug gewesen ist und die Schranken unten waren. Ja, der Bus will nicht abbiegen, weil da links so ein PKW steht. Den lässt er erst vor und, Danke fürs Videos pixeln, Horsepower Dashcam. Der macht übrigens selber Dashcam-Videos, da könnt ihr auch mal gucken. Hier kannst du mal wieder wunderbar sehen, wie blöd die Leute sind, ne? Gurkt mit Fernlicht durch die Gegend, steht mitten auf der Straße und beschwert sich dann noch durchs Hupen oder was? Oder sollte das ein Entschuldigungshupen sein? Leute, ich muss euch leider sagen, ich habe Scheiße erzählt. Ich habe Ghoul vorgeworfen, er hätte da hinten die Vorfahrt missachtet, denn hier wird ja seine Vorfahrt aufgehoben, seine Vorfahrtstraße. Ja, das galt aber wieder für was anderes. Wir sind in Österreich und hier sind anscheinend andere Regeln. Man muss interessanterweise, was jetzt er gesagt hat und auch in den Kommentaren habe ich es gelesen, man muss da schon mal in den Querverkehr reingucken, was da für Schilder stehen von der Rückseite. In Österreich, damit man kapiert, was hier los ist an der Kreuzung. Oh, sowas Bescheuertes habe ich ja noch nie gehört, aber es ist da unten anscheinend gang und gäbe.
Als Deutscher unbekannt, als Österreicher muss das wissen, weiß das auch. Da steht das Schild. Google hat mir extra nochmal eine E-Mail geschrieben und hat mir das auch von Google Street View daraus fotografiert, gescreenshottet, wie auch immer, scheißegal. Auf jeden Fall sieht man hier tatsächlich, derjenige hätte Vorfahrt achten gehabt. Und auf Google seiner Straße steht kein Schild. Oh, da blickt doch kein Schwein durch! Mein Freund Daxavar meinte, er müsse unbedingt auf Twitch noch einen Kanal eröffnen, wo meine Videos rund um die Uhr laufen. Vernünftig LKW, vernünftig eure Videos, rund um die Uhr 24/7, zumindest solange Internet da ist. Guckt doch mal rein.